brauche ich noch eine Farbe und zwar machen wir die Teile hier gerade noch fertig. Was heißt fertig machen, aber so gut wie fertig. Zack. Dazu brauche ich Screamer Pink. Screamer Pink ist nämlich eine sehr, sehr dunkle Farbe. Das ist, naja, für mich nicht wirklich pink, es ist eher so ein Weinrot. Das nehme ich relativ gerne und male das einmal komplett außen. So, hier, zack. Man kann natürlich auch innen malen, aber je mehr Farbe man natürlich innen hat, je weniger kann man dann noch die Konturen erkennen. Also passt da ein bisschen auf, dass er einfach nur außen das malt. Das, was ich dadurch erreichen möchte, ist ein Helligkeitseffekt. Das bedeutet, wir gehen von dunkel, von Screamer Pink, zu zum Beispiel Mephiston Red oder Corn Red, wie auch immer, was man da möchte. Hier muss ich jetzt ein bisschen besser malen. So. Kann man das so gut erkennen hier? Ja, es geht. So. Ja, und wie ihr gesehen habt, verdünne ich hier so gut wie gar keine Farbe. Das ist wirklich, also das ist ganz selten, dass ich das mache, weil ich sehr, sehr viel mit Trockenbürsten und so weiter arbeite, mit kleineren Tricks. Und ihr kennt das bestimmt, dass viele euch sagen, ihr müsst die Farben verdünnen, ohne verdünnen geht nicht. Und ihr seht, man muss es nicht, wenn man das gut findet, was ich hier mache. Ne? Es kann ja sein, dass man das jetzt nicht so toll findet, wenn ihr da einen anderen Maler habt oder wie auch immer, einen Künstler, Miniaturen oder Miniature Painter, was auch immer, dann macht das so, wie der das macht. Das ist halt meine Methode. So. Und da verdünne ich eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, jetzt haben wir außen schön dunkel. Jetzt nehme ich Corn Red. Und mit Corn Red mache ich jetzt halt das Innere. Ich hoffe mal, dass man das erkennen kann, den Farbunterschied. Denn den finde ich halt sehr schön. Das sieht dann aus, als ob es so ein bisschen ausgehärtet wäre, so nach außen und nach innen dann schön knackig rot ist. Ja, das finde ich, wirkt dann, als wäre das Siegel schon ein wenig, oh, das ist zu viel Farbe, schon ein wenig älter. So. Jetzt noch den Skull. Mal gucken, ob ich die Augen schwarz behalten kann. Ob das funktioniert. Und ja, ich mache dieses auch in Rot. Ich möchte das nicht irgendwie in Eisenfarben machen oder Gold oder sonst was. Ich möchte, dass das einfach ein etwas spezielleres Siegel einfach ist. So. Und zu guter Letzt, damit wir noch den letzten für jetzt erstmal Helligkeitsschritt haben, brauchen wir natürlich noch helleres Rot. Und zwar Mephiston Red. Und da müssen wir wirklich. Ach nee, da nehme ich nicht den Pinsel. So, da müssen wir wirklich auch nur einen ganz kleinen Hauch machen. Na komm. Es ist fummelig hier. So. Da kann man so ein ganz bisschen. Man könnte, wenn man jetzt wirklich richtig Lust hat, von mir aus auch mit einer Lupe oder so, könnte man da irgendwas reinmalen. Ein Zeichen oder ein. Was weiß ich, ein Buchstaben. Ich gehe hier so halbkreismäßig ran. So, und bei dem Skull, da kann ich jetzt natürlich ein bisschen den Schädel andeuten. Das bedeutet, ich gehe so ein bisschen über die Augenbrauen. Hier unten bei den Zähnen mache ich so ein paar Striche. Vielleicht beim Oberschädel hier, also beim Schädeldeckel, wie auch immer. So. Und dann noch hier links und hier rechts einmal lang. So, hier oben noch. Fertig.
dann haben wir schon genug, ich sag mal, Farben angedeutet oder Helligkeiten. Ja, und ich finde, dass das sich, finde ich mal, sag ich mal, sehen lassen kann. Ja. Ich zoome da einmal dran. Ja, jetzt könnt ihr das aus der Nähe sehen. Ich finde, das sieht ganz schick aus, aber das ist halt, ja, ist natürlich Geschmackssache, ob man das jetzt hier eisenmäßig macht oder ob man jetzt hier hellere, dunklere Farben verwendet, wie auch immer. Ich mache das halt immer mit den drei verschiedenen Farben. Hier mit halt einer Base, einmal ein Shade und einmal Trockenbürsten. Und dann geht das eigentlich schon. Wenn es jetzt darum geht, das ist ja halt immer das, was die meisten, sage ich jetzt mal, am schwierigsten finden. Das mache ich jetzt einmal vor. Wenn es jetzt darum geht, die Schriften da drauf zu machen, da muss ich sagen, nehme ich jetzt einmal die Farbe. Ja. Die packe ich jetzt hier drauf. Ja, ein bisschen mehr, dass man so einen Tropfen hat. So. Dann tunke ich einmal den Pinsel ins Wasser, kurz ausschütteln und dann vermische ich das. Entschuldigung, ich wurde gerade unterbrochen. So, das ein bisschen mit Wasser mischen. Ja, normalerweise vermische ich ja nichts oder besser gesagt verdünne nichts, doch hier muss ich das. Und zwar, so, weil wenn ich jetzt hier mit einer dickeren Farbe male, habe ich so gut wie gar keine Chance, hier vernünftig irgendwas zu kritzeln. Was sehr gut aussieht, sind kleine Punkte. Das bedeutet, man macht ganz kleine Punkte immer nebeneinander, vielleicht ein paar Linien ziehen. Sieht immer besser aus, als wenn man wirklich versucht, damit etwas zu schreiben. So, vielleicht so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass man das auch auf Kamera hat. Ich muss es ja auch festhalten. So. Ein bisschen Farbe nehmen. Und das war's schon. Zack. Und dann mache ich jetzt nochmal schnell die nächsten, solange die Farbe noch flüssig genug ist. Das ist alles. So. Okay, und der letzte. Jetzt habe ich drei verschiedene Versionen. Hier kann man sehen, hier bin ich ein bisschen mehr auf Zeichen gegangen. Das bedeutet, ich habe mehr Zickzackmuster genommen, hier in der Mitte. Hier rechts habe ich halt Zickzackmuster und ein paar Punkte. Und hier links habe ich eher Punkte gemacht und einfache Linien. Dann kann man ja gucken, was man am schönsten findet. Das könnt ihr dann einfach selbst entscheiden. Als allerletzten Schliff, damit das Ganze auch noch ein bisschen mehr Tiefe hat. Das ist allerdings jetzt ein schon schwieriger Schritt. Kommt das Trockenbürsten und da muss man wirklich sehr, sehr, sehr wenig Farbe nehmen. Man kann das jetzt schlecht sehen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich hier gerade mache. Ich bürste das jetzt wirklich lange und ausgiebig trocken, dass ich wirklich so gut wie gar keine Farbe mehr abgebe. Das muss wirklich mini, mini, mini sein. Das ist schon viel zu viel. Viel zu viel. Am besten mit den Fingern hier nochmal rüber gehen. Und so. Und wenn man dann wirklich so gut wie gar nichts mehr hat, dann hier einmal leicht rüber. Weil dann sieht man ganz, ganz, ganz schwach die Konturen. Ich hoffe, ihr... Ja, das klappt. Ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen. Jetzt habe ich hier einfach wirklich noch mal ein bisschen Kontur rausgeholt, dass man den Schädel noch ein bisschen angedeuteter sieht und nicht einfach nur, naja, verschiedene Rottöne. Puh, ja, hat geklappt. Gut, die Dinger sind schon mal fertig und ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Es ist verdammt spät und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir die Figur dann auf jeden Fall fertig machen. Ne? Es ist nicht mehr so viel. Das Problem ist nur halt, es sind viele, viele Feinheiten.
Ja, die meisten würden das einfach jetzt zusammenkleben und sagen, komm, das reicht mir schon. Aber wir wollen ja heute mal ein bisschen ans Limit gehen. Ne? Also ich beziehungsweise morgen und ihr heute. So, also bis später. Tschüss. Ja, neuer Tag, neues Glück. Dann wollen wir mal anfangen hier. Ich hoffe, euch kam die Zeit nicht so lange vor wie mir. So, dann fangen wir mal gleich an hier mit dem Halfter. Bisschen mehr Wasser nehmen. Denn wir wollen wieder dünne, ich sag mal, Streifen ziehen. Und das funktioniert echt wirklich nur gut, wenn man das, ich sag mal, wenn man die Farbe verdünnt oder wenn es an sich eine dünne Farbe ist. Das soll so Lederoptik werden und da habe ich mir gedacht, Leder wird ja genäht. Ich fange lieber unten an. Schwierig, das glänzt so stark. Ich sehe kaum was. Ich muss ein bisschen schräg halten. So. Puh, dann auf der anderen Seite. Ich hoffe, ich vermal mich hier nirgends. So. Bisschen Farbe nehmen. Denke ich mal gut erkennen. Ja, ja, dafür habe ich mich jetzt entschieden. Da kann jeder was anderes machen. Man kann zum Beispiel einmal komplett drumherum malen. Das habe ich bei einer anderen Waffe mal gemacht. Ja, und dann machen wir gleich noch ein bisschen mehr Lederoptik da rein. Das sieht jetzt ja einfach nur braun aus. Dann fahren wir mal weiter fort. Hier mit Runelord Brass werde ich jetzt, ein bisschen viel Farbe, werde ich jetzt hier den Adler, den Aquila, den werde ich anmalen. Ja. Bloß nicht zu viel Farbe, sonst kann man die Konturen später schlechter erkennen. So. Ja, das sieht gut aus. Und ich nehme, wie gesagt, diese Farbe, weil die halt nicht so heftig gold glänzt, sondern halt eher bescheiden. Das finde ich ganz cool. So. Ja, jetzt habe ich natürlich die Feinheiten noch. Die mache ich mal einfach in ganz normal Silber. Lidbelcher. Bisschen fummelig hier, wenn man mit dem Kopf so weit weg ist. Ich gehe mal näher ran. Ich hoffe, man sieht mich jetzt nicht. Ein paar Sachen müssen wir noch machen und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir das gut zusammenkleben können. Ich werde mich jetzt hier um den Mantel, naja, den Stofffetzen dort kümmern. Ja, jetzt machen wir den Mantel mit Agrax Earthshade. Einfach gut was rüber machen. Es gibt, wie gesagt, auch andere Methoden. Ich bevorzuge die hier einfach. Die macht mir Spaß. Dunkelt den gesamten Mantel noch ein bisschen ab. Oh, das war aber ein bisschen zu viel. Wir wollen das ja nicht ertränken hier. Das ist mit der Kamera, ist das immer ein bisschen nervig. So. Kleiner Tipp, wenn man jetzt ein bisschen zu viel genommen hat, wie ich gerade, dann kann man einfach den Pinsel einmal kurz mit Wasser sauber machen, ein bisschen trocken ziehen und dann kann man hier einfach nochmal rüber gehen und die Stellen, die ein bisschen zu viel Farbe abbekommen haben, einfach nochmal nachbessern. So, das sieht gut aus. Hier hinten auch, man sieht es natürlich, das ist ja katastrophal. Man muss nur schnell sein, sonst zieht das ganze Fäden. Das wollen wir ja nicht. So, einmal kurz von unten noch. Ja, das kann jetzt erstmal trocknen, das sieht jetzt auf jeden Fall schon mal viel besser aus als vorher. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass meine Armee die Scorn Strikers sind und natürlich die Ultramarines.
Ich habe auch noch ein paar andere Einheiten, aber das sind so die Space Marine Einheiten von mir. Und da gibt es halt ein spezielles Farbschema, was ich habe für die Scorn Strikers. Und das sind die Reliquias. Ich werde den in diesem Schema anmalen. Das ist, ja, wird es irgendwann ein Hörbuch von geben. Ist halt so eine Art Spezialkommando von den Scorn Strikers. Ah, so kann man es ungefähr nennen. So, ich versuche das jetzt. Ich mache das mal ab hier. Ich versuche das jetzt irgendwie so zu zeigen, dass man es sehen kann. Hoffentlich versaue ich mir die Figur dadurch nicht. So, und heute mache ich das mal ein bisschen anders als sonst. Ich meine, das wird. Da muss ich auf jeden Fall näher dran. Oh, sieht ganz gut aus. Jetzt die Etage einen drüber. Wie war das denn da nochmal an der Ecke? Da muss ich einmal gucken. Ich habe hier noch so ein. Ja, habe da noch ein Modell stehen, dass ich das auch richtig zeichne. Hat ja gut geklappt. Ja, das ist, wie gesagt, das Farbschema der Reliquia. Oder war es jetzt Reliquias? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, sieht doch ganz schick aus. Ist natürlich noch lange nicht fertig. Wir müssen jetzt natürlich noch mit Lead Belcher arbeiten. Und zwar kommt das jetzt hier alles in schönem Silber. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wenn ihr mal Lust habt, den sozusagen nachzubauen, na gut, ich denke mal, jeder macht da was Eigenes, aber das Farbschema zumindest, dann wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Wo habe ich denn, ach da, mein Rune Lord Gold. So, ja, und das sind so diese kleinen Details, wo dann viele staunen, weil sie halt die feinen Pinsel nicht haben. Man merkt es ja immer wieder. So, Corn Red einmal nehmen und mit Corn Red einfach die Augen hier anmalen. Ja, das ist auch immer eine Fummelei. Ich hoffe, ich kann euch das gut zeigen, wie ich das mache. Ich habe das in einem Video schon mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob sich meine Art, wie ich die Augen mache, verändert hat. Lampe ein bisschen höher, sonst stoße ich mich. Gehe von außen, weil da mehr Fläche ist, nach innen. Erst die Seite, dann die andere Seite und danach. Gleich muss ich mein Handy an die Wand schlagen. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch von innen. Oh Mann, da ist der Pinsel schon fast zu dick für. Ja, das sieht gut aus. Die Seite noch. Halte ich den mal so fest. Das sieht gut aus. Ja, jetzt nehme ich noch das hellere Rot. Das ist auf jeden Fall etwas heller. Das ist ja Mephiston Red. So. Da versuche ich dann einfach nur einen ganz kleinen Streifen reinzusetzen. Natürlich auf beiden oder bei beiden Augen gleich. So. Ah, man sieht das kaum. Also, dass es da jetzt heller geworden ist, das fällt kaum auf. Naja, hätte ich vielleicht das Cornred noch ein bisschen dunkler machen sollen, aber naja, passt schon. Was jetzt der nächste Schritt ist, jetzt nehmen wir. Ich weiß nicht, ob das ein bekannter Trick ist, wenn man rote Augen macht bei einem Space Marine oder was auch immer. Da nehme ich Blood for the Blood Guard. Das ist halt so ein Bluteffekt und den mache ich hier drüber.
Der Vorteil von diesem Bluteffekt ist, das sieht dann aus wie, als wäre die Farbe noch nass. Mit anderen Worten, sieht so ein bisschen aus wie Glas oder so. Das gibt es, da gibt es auch noch andere Sachen von. Ich habe das auch in so einem, da so ein Blau von. Das ist dieses hier. Soulstone Blue. Und das ist halt das ganz normale, die, ich sag mal, die Blutfarbe. Und das zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz, wie das oder wie der Effekt dann wird. Da einfach ganz normal ein bisschen dick nochmal rüber malen. So. Und wenn ich da später dann nochmal ganz, ganz, ganz vorsichtig mit Mephiston Red drüber gehe, vielleicht habe ich da nochmal den Helligkeitseffekt. Ja, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Ja, da ich mich entschieden habe, mit Celestra Grey das Weiß zu machen, habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, ich könnte jetzt zum Beispiel mit Korax White, das ist eine gute Farbe, mit der könnte ich jetzt dann noch einen Ticken heller werden. Oder, ne Moment, ich glaube, ich nehme eine andere Farbe. Ich nehme White Scar. Die ist, oder die Farbe hat den Vorteil, ja, die hat auch einen Nachteil, die ist so ein bisschen bröselig. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da muss man aufpassen, dass man keinen Klumpen da drauf bürstet. Aber die hat den Vorteil, die wirkt so, als wäre sie schon verdünnt. Ist halt ein Layer. Aber das ist wirklich schon eine echt dünne Farbe. Na? Ja, so kann man es erkennen. So, ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Unterschied erkennen könnt. Ah, ich finde das ganz schick. So. Ja, und das wäre natürlich kein harter Reliquias. Oder Reliquia. Ich komme gerade nicht drauf. Wenn der Helm nicht so ein bisschen verwittert aussehen würde. Weil das sieht ja wirklich, das ist ja gerade frisch aus der Fabrik. Die ist ganz toll. So. Nur aufpassen, dass man nicht zu viel Korrosion hat. Einmal kurz in die Farbe reintunken, dann hat man eher die flüssige Farbe. Das ist ganz gut, wenn die so ist. So, und jetzt gehe ich hier am Rand nochmal entlang, um anzudeuten, dass der Helm schon verwittert ist. Und dass sich das, der weiße Lack sozusagen schon so ein bisschen, dass der schon, ja, Kratzer hat, wie auch immer. Okay, dann sieht er auf jeden Fall ein bisschen Badass-mäßiger aus. Ja, damit das jetzt nicht nur da ist, empfehle ich euch natürlich so ein paar Tupfer ringsrum zu machen. So, hier oben auch noch ein paar. Und das war's. Ja, jetzt haben wir den Terminatorenhelm so gut wie fertig. Ich sag mal, ich bin ja so einer, das habe ich ja schon gesagt, ich werde mir den wahrscheinlich in 2 Tagen nochmal schnappen und nochmal mehr Feinheiten machen. Vielleicht mache ich hier noch Muster rein ins Schwarz, was weiß ich. Das kann ja jeder dann selber entscheiden, wie er das möchte. Aber das sieht ja schon mal ganz schick aus. Jetzt müssen wir das Ganze nur bei dem, ja was ist das hier, bei dem Rucksack, bei dem Versorgungssystem, bei dem, ach ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt, müssen wir das auch machen, nach dem Schema arbeiten. Das ist ganz toll, macht Spaß. Bürste ich einfach so schräg und locker drüber. So, immer schön nicht direkt außen starten, sondern wenn möglich ist, wenn man vor allem gerade, ich sag mal, frisch Farbe nimmt, dann startet man vorne ein bisschen und zieht dann schräg nach da. Hier jetzt nicht so arbeiten, sonst male ich da drauf, sondern den einfach ruhig ein paar Mal drehen, seid nicht faul. So, und dann einfach sich nach da vorne arbeiten. Dann kann man auch nicht übermalen. Dann hat man immer eine gute Kontrolle. Ich meine, das passiert natürlich trotzdem, aber dann nicht aufregend, sondern einfach wieder mit Schwarz ein bisschen rüber und fertig. Das war's schon. Relativ easy, wie ihr gesehen habt. So,
Es muss jetzt nicht ganz perfekt sein. Ich werde eher später noch mit wieder dem helleren nochmal rüber gehen. Und danach mache ich nochmal einmal außen die ganzen Effekte. Was ich dann aber machen werde, ich werde nicht nur mit der Korrosion arbeiten, sondern ich werde auch mit Schwarz ein paar kleine Risse reinzeichnen. Das zeige ich dann euch aber gleich. Ich muss erstmal die Sachen hier noch grundieren. Ja, in der Zeit, in der das hier trocknet, und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, seht ihr, da deckt es nicht, weil der Pinsel, ich dachte, er wäre trocken, den ich genommen habe, der war aber noch nass und dann deckt das jetzt nicht. Da muss ich gleich nochmal rüber. In der Zeit können wir jetzt das Leder erstmal angehen. Dazu brauchen wir, wo habe ich es? Ich habe hier so viele Farben schon stehen. Ach, da ist es ja. Und dazu nehmen wir hier dieses Fur, Gore Grunter Fur. So, das ist so eine schöne Kontrastlederfarbe. Einen etwas feinen Pinsel und übrigens, ich hätte noch einen feineren gehabt. Ich habe gedacht, das wäre der. Ja, auch ganz toll, dass man das vergisst. Und da versuche ich jetzt einfach zu gucken hier. Ja, das passt. Gut. Falls es nämlich zu dunkel ist, sieht man die Striche nicht mehr. Und hier gehen wir einfach nochmal rüber komplett. So. Auch ruhig über das Metall, es ist komplett egal, dass wir einen Farbton haben. Und jetzt bürsten wir einfach. Jetzt seht ihr, wird das schon wieder ein bisschen heller. Ein paar Punkte machen. So. Noch ein paar Punkte machen. Noch ein paar. Ja, genau, jetzt hat man so ein bisschen gröbere, ja, so eine, ich sag mal eine Textur. So, dann nehme ich nochmal meinen Feinpinsel, ziehe hier nochmal lang, dass ich das wieder ein bisschen heller kriege. Hier am Silber noch. So, und das war's schon. Jetzt sieht es noch ein bisschen mehr nach Leder aus. Ich muss gucken, ob ich am Ende noch mir die Mühe mache, hier noch eine Textur drauf zu malen oder vielleicht irgendwelche Zeichen, wie auch immer, aber das sieht schon ganz gut aus. Jetzt kommen wir zu dem, es ist ein bisschen schwieriger, dass wir hier noch Ledereffekt, also hier einen Ledereffekt haben. Ich sehe gerade, ich habe hier, das ist noch nicht gut. Das muss ich wohl vergessen haben. Ich brauche noch Flash Shade. Ich muss nämlich hier oben und unten einmal mit Flash Shade noch lang. So, hier an den Seiten noch ein bisschen. So, dann mache ich erst das andere Bein. Ja, hier habe ich es auch vergessen. Ah, den Schritt habe ich wohl vergessen. Einfach nochmal einen kleinen Kontrastunterschied hier reinbürsten. Das sieht gut aus. Das müssen wir dann gleich machen. Ich wollte da jetzt nämlich auch mit der Lederfarbe einmal über das Braun leicht rüber. Aber da mache ich es ein bisschen anders. Da, ich sag mal, färbe ich nicht das gesamte Leder, sondern ziehe kleinere Streifen, dass das aussieht, als würde das Leder so ein bisschen, ja, ich sag mal, Falten haben. Dann können wir in der Zeit schon mal das hier machen. Das ist auch wieder ganz einfach. Wir haben hier den Vorteil, das ist eine große Fläche. Vielleicht könnte man dann sogar Buchstaben schon andeuten. Ne, das ist zu hell, dann nehme ich einmal das Corn Red. Ups, und natürlich jetzt meinen Feinpinsel. So, ich hoffe, man kann das hier erkennen. Und hier werde ich jetzt den ersten Buchstaben einmal groß andeuten. Ja. Nee, das Rot muss ich einmal ins Wasser tunken. Irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Ich drehe das einmal. Ich glaube, so ist besser. Ja, so ist gut. Dann machen wir hier noch ein zweites Zeichen irgendwo hin. Am besten hier weiter unten. Das war echt sehr nervig, denn
der Pinsel hat echt irgendwie keine Farbe abgegeben. Ich weiß nicht, was mit dem heute los ist. Ah, das war auf jeden Fall echt stressig. So, dann gucken wir mal, wie das mit dem Schwarz hier funktioniert. Einfach ein paar Buchstaben andeuten. So. So, das reicht. Ja, dann sieht es aus, als ob da irgendetwas stehen würde. Und ich finde, das ist, ja, ist einigermaßen geworden. Irgendwie mit dem Pinsel, das war schon ein bisschen nervig. Kommen wir jetzt nochmal zum Leder. Jetzt ist es auf jeden Fall schon, ja, ist schon gut getrocknet. Und da ziehen wir jetzt einfach ein paar Striche. Vor allem hier bei dem Stiefelansatz. Einfach ein paar Striche ziehen. Mehr muss man da gar nicht machen. Und schon sieht das vernünftiger aus. Ja, damit bin ich zufrieden. Sieht ganz gut aus. So, Pinsel erstmal sauber machen. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Braun. Jetzt müssen wir zum ersten Mal wirklich richtig mischen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich meine, das ist ja keine Kunst, ne? So, ein bisschen Braun nehmen. Auswaschen. Anderen Pinsel. Los einen anderen Pinsel nehmen. Und wo habe ich die Farbe? Ein bisschen Rakard Flash. Bloß nicht zu viel. Erstmal was zur Seite packen, dann einmal durchmischen und gucken. Ah, doch. Ah, das ist ganz gut. Pinsel weg. Und jetzt bürsten wir damit trocken. Wenn wir den Trockenbürstpinsel jetzt noch schnell finden, bevor die Farbe trocknet. Da. Und damit bürste ich jetzt hier einfach nochmal überall so ein bisschen grob drüber. Man muss das auch nicht an allen Stellen machen. So. Hier unten noch. So, dann haben wir noch ein bisschen anderen Farbton da drin. Später werde ich dann noch natürlich so ein bisschen, ich sag halt mal, Dreck und sowas andeuten, aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind aber so weit, dass wir das auf jeden Fall schon mal rankleben können, denn jetzt kann ich natürlich überall rankommen und malen, ohne dass da irgendwas stört. Oh, ich möchte meinen vollen Kleber lieber nehmen. So. Hier auch noch mal ein bisschen Kleber dran machen. So. Da gibt es auch vor allen Dingen noch einen ganz tollen Trick, den kann ich euch zeigen, weil vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr jetzt grundierte Teile zusammenklebt, hält der Kleber echt blöd. Und da kann man zum Beispiel einfach nur ein Tuch nehmen, aber vorsichtig, und das dann abziehen. Und schon ist es auf der Seite abgezogen und ich kann noch mal ein bisschen Kleber drauf machen. Und dann klebt das Ganze echt besser. So, das kann man jetzt hier echt schwierig machen, aber ich versuch's mal. Ja, hat geklappt. Hier sieht man's. So, und dann ist auf jeden Fall die Chance, dass es echt hält, dass es wirklich vernünftig hält, die ist dann erhöht, ne? So. Das sieht doch gut aus. Sieht so ein bisschen, ich sag mal das Wort nicht, wie der aussieht. So, dann den Helm abmachen. Der Helm muss hier jetzt auch noch dran. Mann, der sieht aus. Richtiger Badass. Ja, da muss ich nur gucken, dass das wirklich vernünftig gesetzt ist. Dass ich da keinen Fehler mache. Oh, bitte komm nicht an die Schulter. Bitte komm nicht an die Schultern. Gott, das hat geklappt. Puh. Ja, so sieht's auch gut aus.
Nachdem ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, die Schultern weiß zu machen, ja, habe ich das erstmal wieder abgemacht, die Schultern weiß gemacht, das wieder mit Superkleber draufgeklebt. Hier das Bein, das hat immer noch nicht gehalten, da habe ich einen ganz kleinen Tropfen Superkleber gemacht, damit es erstmal ja, nicht immer wieder abfällt. Dann ist mir noch aufgefallen, hey, wir müssen ja noch die Kralle draufkleben und natürlich noch die letzten Schliffarbeiten machen. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr Farbe hier reinbekommen. Und zwar möchte ich hier noch ein bisschen mehr Farbe reinbekommen. Hier zum Beispiel den Stachel habe ich gar nicht angemalt. Das ist mir aufgefallen. So, von der Seite habe ich ihn. Ja, hier zum Beispiel die Teile hier, die müssen ja auch noch gemacht werden und so weiter und so fort. Ich möchte die hier zum Beispiel auch noch in weiß machen und. Da ich euch aber schon gezeigt habe, wie man das alles anmalt, ist das, finde ich, für uns ein recht unnötiger Schritt. Das bedeutet, ich werde hier diese Teile noch weiß machen und so weiter. Ihr werdet später sehen, wie der aussieht. Diese Teile müssen noch rangeklebt werden und deshalb mache ich jetzt erstmal das mit euch. Und da muss ich natürlich wieder nah ranzoomen. Ja, jetzt werden wir uns um dieses Teil hier kümmern und ich sehe hier unten, ist nicht entgratet. Ganz toll. Und bei diesen Teilen liebe ich das natürlich. Das macht immer sehr viel Spaß, das zu entgraten. So. Jetzt hat man das natürlich so gemacht, dass das jetzt fast schon eine Ebene ist. Jetzt muss man dann hier reinschnitzen, um das wieder ein bisschen abzurunden. Oh, das hat geklappt. Oh gut. Manchmal ist es nämlich wirklich so, dann sieht das echt dämlich aus. Jetzt brauchen wir nochmal Schwarz. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir das jetzt natürlich nicht bunt machen. Das ist ja klar. Aber was wäre, wenn ich hier ein bisschen weiß arbeiten würde? Dass der Lack so ein bisschen abgeplatzt ist schon. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Wäre ein guter Kontrast zur Figur, die ja auch weiße Elemente hat, die später dann auch noch abgeplatzt sind. Und natürlich die Krallen in einem Silber. Allerdings habe ich mir gedacht, dass ich das trocken bürste und nicht einfach komplett Silber anpinsel. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich keine silbernen Finger bekomme. Irgendwie sifft das an der Seite raus. So, das sieht doch ganz gut aus. Hier vorne noch ein bisschen rüber. Ja. Hier in der Mitte. Jetzt bürste ich hier fast alles Silber, aber das ist ja egal. So, das reicht schon. Ja, den Rest machen wir dann jetzt mit Weiß. Ich mache es so wie sonst. Ich nehme erstmal das nicht ganz so helle Weiß. Ich muss ja immer auf die Kamera gucken, dass ihr das auch seht, was ich hier mache. So, ich fange jetzt erstmal hier an der Seite an und versuche einen Rand zu lassen. Diesen Effekt sieht man erst später. So, dann tupfe ich schon so ein bisschen, dass manchmal die Farbe so ein bisschen abgeblättert ist. Den Effekt möchte ich gerne hinterlassen. So. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwierig hier. Kann man das noch sehen? Ich habe mal wieder noch 4 Minuten, zeigt die Kamera an. Dann ist meine Karte voll. Dann muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, und während ich dann die Karte leer mache und so weiter, werde ich einfach den ganzen Rest schon machen. Also das nächste Mal, wenn ihr mich wieder seht gleich, dann habe ich so gut wie alles fertig. So. Ja, den Rest kann man sich denken. Ich werde jetzt einfach hier überall so ein bisschen rüber gehen. Ein paar mache ich angeknackst. So. Die Seite habe ich ja schon. Hier noch. Ja, und das war es eigentlich schon. So sieht er jetzt aus. Used Look. Ja, dann würde ich mal sagen, später noch mit ein bisschen helleren Weiß ein paar Pünktchen machen, ein paar kleine Stellen. Hier noch auf jeden Fall, das glänzt ein bisschen zu stark, ein bisschen dreckig machen und so weiter und so fort. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ich mache jetzt erstmal diese ganzen Feinheiten und ich denke mal, ich werde das hier schon rankleben. Also, bis später.